will echt die komplette Packung gerade essen. Wie ihr seht, mag ich die. Korea scheint hier bei den Pringles zu überzeugen. Hallo zusammen, ich bin Fadi von Fernasche die Welt und ich habe hier 4 Pringles-Sorten aus Korea vor mir liegen. Ich bin gespannt, wie die schmecken werden. Ich werde die jetzt mal probieren. Es sind wirklich außergewöhnliche Geschmacksrichtungen dabei. Ich meine, so Pringles Sweet Mayo. Da bin ich echt super gespannt drauf, dass es eine Pringles, wo man den Geschmack einfach nicht kennt, wie ich das überhaupt errate. Kann sein, dass es ein koreanischer Geschmack ist, wo ich wahrscheinlich null Chance habe, den Geschmack zu erraten. Sowas gibt es auch von anderen Produkten. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, in den USA machen die das mit Oreo ziemlich gerne. Gab es auch jetzt im Sommer, wo Coca-Cola so eine Fanta rausgebracht hat, wo man den Geschmack erraten musste. Aber man konnte den Geschmack meiner Meinung nach ziemlich leicht erraten. Es hat ziemlich nach Apfel geschmeckt. Ich werde jetzt mal probieren. Also wir hatten ja schon die ein oder anderen coolen Geschmacksrichtung von Pringles in der Fernasche die Welt Box. Vielleicht erinnert ihr euch an die Neuseeland Box, da hatten wir Pringles Spaghetti Bolognese, oder in der Hongkong Box hatten wir die Pringles Salted Caramel oder Butter Caramel. Das waren auf jeden Fall süße Chips. Mit welchem fange ich denn mal an? Ich glaube, ich fange mal mit denen an, die gerade zu meiner Linken sind. Sweet Mayo. Geruch wie von Essig. Also kennt ihr die Salt and Vinegar Chips, die die Engländer so gern essen. Das haben die so am Anfang gerochen, aber ja, die riechen so ein bisschen essigartig, so wie die Essigchips. Probier die mal. Schmeckt schon wie Mayo und auch süß, wie der Name das sagt. Ich weiß nicht, ob das was für jeden wäre, weil ich weiß nicht, wenn man Chips isst, dann erwartet man halt einen salzigen Geschmack, so Oriental-Geschmacksrichtungen oder ungarisch oder was weiß ich. Aber diesen süß. Also ich finde die nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das was für jeden wäre. Ich finde die richtig geil, ich würde echt die komplette Packung gerade essen. Ich lege die jetzt zur Seite hier, schauen wir mal, wie die Jalapeno Chips sind. Ich riech mal an die. Riechen schon ein bisschen nach Jalapenos, ja. Wie ihr seht, mag ich die. Die haben eine angenehme Schärfe, muss ich sagen. Also wenn ihr die Pringles Hot and Spicy kennt, würde ich die höher einstufen, was den Schärfegrad angeht. Die schmecken wirklich nach Jalapenos, also als würde man gerade in eine Jalapeno reinbeißen. Wird man sowas in Mexiko verkaufen? Ich denke, die Mexikaner wären da jetzt nicht enttäuscht. Da haben die Leute von Pringles auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet. Korea scheint hier bei den Pringles zu überzeugen. Dann mache ich jetzt mal mit der weiter. Was das ist, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht könnten das Kartoffeln sein. Vielleicht seht ihr das. Vielleicht ist auch eine koreanische Spezialität. Ich kann es euch leider nicht sagen, es ist alles auf Koreanisch. Schauen wir mal jetzt da rein. Was riechen die denn? Den Geruch kann ich gar nicht einschätzen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie so Geschmacksrichtungen eher einschätzt, weil es auf der Verpackung steht und nicht, weil man es irgendwie riecht. Also ich probiere die mal. Der Geschmack sagt mir irgendwas. Ist ein leicht süßlicher Geschmack. Erinnert mich ziemlich stark an den Bacon-Geschmack. Pringles Bacon, die gibt es jetzt bei uns auch in der USA-Box dann bald. Die schmecken sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Also es hat einen typischen Bacon-Geschmack. Also ich würde jetzt sagen, die schmecken genauso wie Bacon, aber es ist halt kein Bacon abgebildet. Ich habe jetzt Google Translate genutzt. Anscheinend steht da, dass es auch ein bisschen nach Knoblauch schmecken soll. Ich habe eher Bacon rausgeschmeckt, aber Knoblauch eher weniger. Und jetzt kommen wir zur letzten Dose. What's the flavor? Ich weiß nicht, was es ist. Weil das sind so arabische Gewürze und ich kann das rausrichten. Wenn ihr da aus dem orientalischen Bereich kommt, rechnet ihr Satar ein bisschen. Es riecht genauso. Es ist, glaube ich, aus verschiedenen grünen Gewürzen gemacht, wie Oregano mit Sesam. Es riecht genauso. Wirklich. Also, falls ihr mal in einem arabischen Restaurant seid oder in einem orientalischen, vielleicht kennt ihr das, vielleicht gibt es sowas auf der Speisekarte, das schmeckt wirklich genauso. Dass die Koreaner dann irgendwie die Geschmacksrichtung dann machen, ist halt, vielleicht ist jetzt auch nur gerade reiner Zufall, dass ich das so erraten habe. Vielleicht ist auch was komplett anderes Koreanisches. Ich kann es euch nicht sagen, aber für mich schmeckt das halt einfach genauso, wie ich das alles kenne. War ich mega, richtig geil. Also das sind wirklich so richtig coole Geschmacksrichtungen, die man hier nicht so kennt. Und ja, mich würde mal interessieren, was würdet ihr gerne mal probieren? Dann lasst das gerne in einem Kommentar da, würde mich sehr freuen. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne auch ein Abo bei uns und ein Like. Im nächsten Video werde ich hier ein paar koreanische Getränke, die ich zu meiner Linken habe, probieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.